Merkel bei Sondierungen moderieren war gestern Stand, 17.11.2017, 17.50 Uhr Seitenanfang. Angela Merkel hat Erfahrung mit zermürbenden Verhandlungsnächten, doch diesmal hat sie sich verkalkuliert. Nachsitzen statt nach der Entscheidung. Merkel will Jamaika mit aller Macht, es wirkt fast so, als gingen die Verhandlungen jetzt erst richtig los. 4 Wochen haben sie gesprochen, die vergangene Nacht miteinander verbracht, aber belastbares Vertrauen ist immer noch nicht gewachsen. Das Ziel, in Zukunft in einer Jamaika-Koalition zusammen zu regieren, und das 4 Jahre lang, ist gerade ziemlich weit weg. Für Angela Merkel ist das eine gefährliche Entwicklung. Schließlich hängt auch ihre 4. Kanzlerschaft am seidenen Faden. Scheitert Jamaika, scheitert wohl auch irgendwie sie. Zumal es mehr als fraglich ist, ob sie im Falle von Neuwahlen erneut antritt. Und nach 12 Jahren im Kanzleramt dürfte sie sich ihr politisches Ende anders vorgestellt haben. Und so spricht sie in diesen 10 Sondierungswochen auch nicht von Neuwahlen und nimmt all diejenigen zur Brust, die damit kokettieren. Merkel spricht vielmehr von Enden, die wir zusammenbinden können, der gute Wille vorausgesetzt. Merkel will Jamaika und sie braucht die Einigung für ihre 4. Kanzlerschaft. Nach der Absage der SPD an eine erneute große Koalition ist das fragile 4-Parteien-Bündnis ihre einzige Machtoption. Merkel hat größtes Interesse am Zustandekommen einer Jamaika-Koalition. Sie will schließlich Kanzlerin bleiben. Chefsache Jamaika: in den Sondierungen hielt sie sich nach Teilnehmerangaben zurück. Sie moderierte, mahnte nach innen, suchte Kompromisse und schwieg nach außen, es ist die Rolle, die ihr am meisten liegt. Fachbegriff: Merkel, mehr Führung würde gut tun.